Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir zusammen einen super leckeren, rustikalen Apfel-Granatstreuselkuchen. Name ist natürlich ein bisschen speziell. Warum? Ich mache mir als erstes Streusel aus Granatäpfel. Dazu verwende ich getrocknete Granatäpfel. Ist sicher nicht ganz einfach, diese aufzutreiben. Du kannst auch alle anderen Trockenfrüchte für dieses Rezept verwenden. Ich mag halt einfach Granatäpfel, die sind super gesund und ein Freund von mir ist Importeur von den wunderbaren Dingern. Darum backe ich gerne mit Granatäpfel. 150 Gramm, hier gebe ich 90 Gramm Milch dazu. Und jetzt ist es so, je nach Frucht, je nach Trockenfrucht, Dörrfrucht, kann es sein, dass du das 24 Stunden quellen musst. Ich püriere es mir jetzt einfach direkt durch, weil ich weiß, dass es hier geht. Aber je länger dass das Zeit hat, desto länger kann es quellen und desto weicher sind natürlich die Früchte und es geht dann besser beim Pürieren. Auch wenn es da noch vereinzelt kleine Stücke drin hat, das macht gar nichts, es gibt einen wunderbaren Biss. Hier gebe ich jetzt noch 90 Gramm Weißmehl dazu. Alternativ kannst du auch noch 40 Gramm Zucker dazu geben, je nach Trockenfrucht. Ich lasse es jetzt komplett weg. Als Durchmischen mache ich gleich mit den Händen. Es gibt halt so eine richtig coole, ansprechende Farbe. Dann nehme ich ein Teigtuch, auf den Tisch legen, Teig darauf geben. Mitte zuklappen und mit dem Wallholz noch dünn auswallen. Die Streusel hier, die werden nicht klassisch gerieben, sondern dann auseinandergebrochen. Das gibt eine wunderbar rustikale Variante eines Kuchens und der Streusel, der Crumble. Und zudem geht es auch super schnell. Das war's auch schon. Das kommt in den Tiefkühler für mindestens 2 Stunden. Kannst du dir auch wunderbar schon am Vortag vorbereiten. Als nächstes mache ich den Teig. Hier mache ich es mir ganz einfach. Ich habe hier 120 Gramm weiche Butter. Gebe 100 Gramm Magerquark dazu. Alternativ kannst du auch Joghurt oder Frischkäse verwenden, was du da hast. 90 Gramm brauner Zucker dazu. Etwas Zitronenabrieb von einer Bio-Zitrone. Ein, zwei Prisen Zimt. Alles einmal glatt rühren. Wichtig ist hier weiche Butter, wenn sie zu fest ist, gibt es hier Klumpen. Dann kannst du alternativ alles mal kurz in die Mikrowelle geben oder auf einem Wasserbad rühren. Das geht auch. Dann 100 Gramm gemahlene, geschälte Mandeln dazu. Zwei Eier dazugeben. Dann 90 Gramm Weißmehl, 4 Gramm Backpulver, ein bisschen zusammen verrühren und gleich dem Teig beigeben, runterheben. Das war's auch schon mit dem Teig. Hier habe ich einen Backring, 24 cm Durchmesser, 3 cm Höhe. Hier habe ich nochmal einen Backring, der hat 26 cm Durchmesser, 3 cm Höhe. Den drücke ich jetzt einfach so durch.
dann ist der vom Auslaufen geschützt. Du kannst ihn auch mit Backpapier einschlagen, das geht natürlich auch. Teig nehmen, einfüllen. Verteilen. Nur ganz grob durchs Backen, durch die Hitze verläuft er automatisch. Dann Äpfel, 2 bis 3 Äpfel, je nach Belieben. Die raffle ich mir gleich mit Schale. Hier können es auch 4 oder 5 Äpfel sein. Hier gibt es keine Regeln. So wie du es gerne hast, so machst du es. Einfach schön füllen, die Oberfläche mit geraffelten Äpfeln bedecken. Dann die ausgewalkten, mittlerweile gefrorenen Streusel rausnehmen. Mit dem Wallholz kräftig darauf schlagen. Auseinandernehmen und die Stücke darüber verteilen. Darf ruhig so unregelmäßige Brocken geben. Sieht jetzt schon richtig cool aus mit diesen Streuselbrocken. Der kommt jetzt bei 180 Grad Umluft in den Ofen. So Freunde, nach 40 Minuten ist der Kuchen wunderschön gebacken, schön knusprig, sieht richtig rustikal aus. So, jetzt auskühlen lassen. Da freue ich mich, den anzuschneiden. Ist natürlich immer ein bisschen schade, dass die Farbe hier natürlich etwas nachlässt, aber so ist halt die Natur. Kuchen ist ausgekühlt, den forme ich mir jetzt aus. Weg damit. Einmal mit dem Messer rundherum schneiden. Dann noch etwas Puderzucker, der darf nicht fehlen, sonst sieht es so ein bisschen aus wie Dönerfleisch da oben drauf, das wollen wir ja nicht. Regelmäßig darüber stauben, so sieht er wieder richtig freundlich und appetitlich aus. Dann auf eine Platte setzen. Als Deko noch ein paar frische Granatäpfel. Ein paar rauspulen. Direkt über den Kuchen legen. Ist immer cool, ein bisschen frische Früchte noch oben drauf zu legen. Das zeigt richtig frische, sieht richtig appetitlich aus. Dann Anschnitt. Schöne Stückchen rausschneiden. Oben ist es schon richtig knusprig, genauso muss es sein. Oh, das sieht schon richtig saftig und lecker aus. Richtig lecker, der saftige Boden mit dem leckeren Mandelaroma, dann die feucht-säuerlichen Äpfel und oben dann das Knusprige durch die Granatapfelstreusel. Richtig cool in einer rustikalen Variante, die habe ich nur auseinandergebrochen, die kannst du natürlich auch feiner machen, wenn du das willst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Schreib mir unbedingt eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Abonnier den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten die Glocke aktivieren, da wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.